Da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play Alan Wake. Wir müssen irgendwie auf das Mühlendach kommen und hier irgendwie aus diesem Wald fliehen. Das Treffen mit dem Entführer ist bekanntlich schiefgelaufen. Der Mann ist abgehauen. Und wir wissen nicht, wo Alice steckt. Nehmen wir doch mal die Leuchtfackel. Aber wir haben schon ja einige Manuskriptseiten gelesen, die ja die nahe Zukunft preisgeben. Des Öfteren zumindest. Da vorne ist noch eine Thermosflasche. Und da ist die Rede von einem Killer mit einer Kettensäge. Es macht die Sache nicht unbedingt schöner, will ich mal sagen. Hier ist eine Leiter. Wir sollen ganz oben auf das Dach der Mühle. Eine Wassermühle. Und hier ist überall die Flüssigkeit der Dunkelheit. Boah, mir bricht doch gerade die Hütte zusammen. Habe ich da gerade irgendwas gehört? Was sich so angehört hat wie Schritte? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es gibt definitiv schönere Sachen. So, und jetzt kommen wir hier vielleicht aus dem Wald raus. Vorsicht vor Losnesten! Scheiße, ich wollte das gerade erstmal lesen. Aber ich glaube, wir haben ganz andere Probleme. Komm schon, Mann, komm schon. Die halten besonders viel aus. Das sind die harten Waldarbeiter. Hast du noch Freunde dabei? The darkness wears her face. Die Dunkelheit trägt ihr Gesicht. Hm. Wahrscheinlich, weil die ja liebe, nette Bürger von Bright Falls zu Besessenen machen kann. Wir wissen es ja mittlerweile. Stucky, Rusty, Captain Iglo. Naja, hier ist noch Munition fürs Jagdgewehr. Laden wir doch mal nach. Schwupsi-wups. Und jetzt muss ich hier leider weitergehen. Leider Gottes. Und irgendwie habe ich es im Blut, dass bald vor unserer Nase der Mann mit der Kettensäge stehen wird. Irgendwie ist die Steuerung noch manchmal ein bisschen hakelig. Vor allem, wenn man Alan mal so springen sieht. Upp. Springt ja schon ein bisschen komisch. Also ist bei Uncharted und so doch deutlich besser gelöst. Mit den Animationen. Aber macht nichts. Das Spiel ist trotzdem ziemlich gruselig. So. Genau, die schönen Batterien. Und die noch schönere Revolvermunition. Oh, oh, oh. Da vorne. Ich sehe dich doch. Kann ich den von da treffen? Das sind mehrere. Ich hoffe, die kommen nur von oben. Schnell Batterie wechseln. Das sind zwei von den ganz harten. Okay, jetzt bist du dran. Nochmal Batterie wechseln. Das ist ein ganz schöner Batterieverschleiß hier. Bams. Jetzt kurz warten, bis die Taschenlampe sich wieder ein bisschen aufgeladen hat. Und weiter geht's. Durch den Wald des Grauens. Endlich hier raus. Nebelschwaden. Und Besessene. Da vorne ist noch so ein Emergency Case. Eine Leuchtfackel. Und hier ist vielleicht was Schönes drinne. Zum Beispiel Batterien und Munition. Aber die haben wir voll. Da haben wir das Gegenstandslimit erreicht. Ich guck mal, ob ich die Wumme vielleicht noch nachladen kann. Nee, die ist auch super nachgeladen. Leuchtfackeln haben wir auch ein paar im Petto. Okay. Wie kommen wir jetzt hier durch? Ach so, einfach aufdrücken, ja. So einfach ist das manchmal. Oh oh. Da fällt jemand die Bäume. Der Mann mit der Kettensäge. Ich wusste doch, dass der irgendwie kommt. Ach du heilige Scheiße. Und er hat Freunde mitgebracht.
Der hat Freunde mit dabei. Erledigen wir erstmal seinen Kumpel. Jetzt bist du dran, Mann, mit der Kettensäge. Scheiße, scheiße, scheiße. Schnell, Batterie wechseln. Und jetzt drauf. Komm schon. Scheiße, Mann. Schnell, wegrennen. Boah. Ich bin ausgewichen, aber ich bin fast tot. Boah, das gibt's doch gar nicht. Kampf! Nein! Scheiße! Boah, war das übel gerade. Junge, 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 Junge. Eieieiei. Leuchtfackeln muss ich noch mehr einsetzen, glaube ich. Aber es ist auch arschschwer, wie ihr seht. So, im wahrsten Sinne des Wortes arschschwer. Und der Typ mit der Kettensäge, der wurde ja vorher schon groß angekündigt. Sozusagen als Endboss im Wald. Und als der hat er sich auch erwiesen. Da ist er, der Kerl. Mit der Kettensäge. Und der ist noch heftiger als Ducky. Komm schon. Hab ich den schon hier. Komm schon. Boah, die braucht zu lange. Ich muss auf die Kanone hier, die Pistole. Jetzt schnell ausweichen. Schnell Batterie ersetzen. Jetzt drauf hier. Auf den Kettensägenkerl. Schnell Batterie. Boah, da brauchen wir noch eine. Mein Gott, was für ein Batterieverschleiß. Bleib da hinten, bleib da hinten. Ich will nicht mit dir Tee trinken. Manometer. Jetzt haben wir doch keine Leuchtfackel eingesetzt, aber es hat ja auch so funktioniert. Allerdings mit einem ordentlichen Batterieverschleiß. Und der Entführer von Alice, der hatte uns ja gesagt, Taschenlampen ist Kinderkram. Hier, nimm die Leuchtfackel. Und ich vergesse es immer wieder, weil in der Euphorie des Gefechts, ihr kennt das, ihr seid ja alle selber Spieler. Da kann das schnell passieren. So, hier geht's jetzt zu den Campinggeschehnissen. Und ich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr glücklich, liebe Freunde, dass wir mit dem Mann mit der Kettensäge jetzt hinter uns gelassen haben. Das fand ich nämlich nicht so schön. Ach, hier sind wir. Barry? Halt dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. Wieder eine Anspielung auf einen Film. Diesmal Die Vögel von Alfred Hitchcock. Ein echter Klassiker. Shining und Co. wurden ja auch schon genannt. Das Spiel gibt also auch offen zu, dass es sich da so ein paar Ideen aus Film und Fernsehen genommen hat, sage ich mal. Geklaut kann man ja nicht sagen, weil oft werden ja auch Ideen aufgefasst. Aber wenigstens war ich aus dem Wald. Ja, wenigstens sind wir aus dem Wald hier. Beim Campingplatz. Und da ist noch so ein Emergency-Ding. Das Kistchen schauen wir mal rein und nehmen uns natürlich die Batterien mit. Können wir froh sein, dass wir da vorher so relativ sparsam mit uns mit den Batterien waren, denn jetzt in den letzten Folgen verschwenden wir die ja richtig, beziehungsweise haben einen großen Batterieverschleiß. Ah, hier ist immerhin noch Licht am Brennen. Das ist schon mal ein schönes Zeichen. Was ist das denn für ein Fahrzeug da? Ich schaue erstmal kurz hier rein. Hier auf die Toilette. Die Tür ist auf. Aber hier ist nichts, außer ein Klo. Und hier auch nicht. Schade. Ein Garagenschlüssel. Schön. Oh. Eine Geschichte ist keine Maschine, die einem gehorcht. Sie ist eine Bestie mit einem Eigenleben. Man kann sie erschaffen, sie formen. Aber je größer sie wird, desto mehr fordert sie ein. Nur eine Sache zu ändern, setzt eine Kettenreaktion von Geschehnissen in Gang, die sich über die ganze Geschichte ausbreitet. Diese Geschehnisse müssen zur Logik der Geschichte passen. Nur ein Fehler und die Magie ist dahin. Die Geschichte stirbt. Alice stirbt.
Ach, du Heilige. Ja, wieder ein interessanter TV-Rückblick, in dem wir uns selber sehen. Und wieder ganz schön wirres Zeug faseln. Was aber so wohl gar nicht sein muss in dem Fall. Boah, kleine Überraschung auf der Toilette, oder was? Junge, bleib da hinten, ey. Bleib auf dem Pott. Na, dann schauen wir doch mal bei der Damentoilette rein. Da ist man ja sonst seltener. Und man sagt ja, hör, hier sind ja gar keine Klos. Wie machen das denn die Frauen neuerdings? Aber dafür Jagdgewehrmunition, die finde ich auch immer auf der Damentoilette. Also das wundert mich aber doch sehr gerade, dass hier keine Toiletten sind. Weil die Frauen immer stehen machen, oder was? Naja. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass Frauentoiletten sauberer sein sollen, öffentlicher als Männertoiletten. Habe ich mir sagen lassen, des Öfteren. Das ist eine Manuskriptseite. Im Müll, oder was? Nee, da drunter. Die schauen wir uns an. Nightingale schießt auf Wake. Der Befehl des FBI-Agenten ließ mich erstarren. Ich wollte mich ergeben. Es ging eh alles den Bach runter. Ich konnte aufgeben, es jemand anderem überlassen. Aber das hier war falsch. Es war Instinkt. Seine Haltung, wie er die Waffe hielt. Er war kein Freund. Unter dem Dröhnen der Schüsse sprang ich durch das Loch im Zaun und stolperte in die Finsternis dahinter. Alles klar. Ein FBI-Agent. Der uns auf den Fersen ist? Aber wir haben noch gar nichts gemacht. Oder sind wir vielleicht für das Verschwinden von Alice verantwortlich? Naja, gehen wir mal da vorne zum Fahrzeug. Das ist ja leer. Ah, die Lampen brennen, aber niemand sitzt drin. So, und damit kehren wir jetzt zu Barry zurück. Wir können die Karre selber fahren sogar. Bams! Oh, sorry. Ich wollte den gar nicht so überfahren. Ey, eieieiei. Nee, so nicht. Komm, Vollgas. Schnell weg hier. Oh, fuck. Das war nicht so geplant. Mensch, wie fahre ich denn hier gerade? Die Steuerung ist auch ein bisschen sehr direkt. In diesem Fahrzeug, muss ich mal erwähnen. Seht ihr das? Wie ich da so... Eieiei, schnell hier drüber. Und zack, wieder auf die Straße. Und hier ist natürlich eine Straßensperre. Na, super. Und wo jetzt lang? Oder wie? Was? Wie, wo, was? Ach, hier über den Feldweg. Da kommen wir rüber. Jetzt können wir auf die Brücke. So, und jetzt Vollgas. Volle Tube, volle Kanüle. Irgendwie in den Tunnel kommen. Der scheint aber auch gesperrt zu sein. Nehmen wir halt diesen Feldweg hier. Ach du Scheiße. Also das wird so nichts. Shit! Bam! So, wir müssen hier irgendwie rauskommen. Nur wo und wie und wo lang? Da. Und unsere Karre sieht nicht mehr so gut aus. Kein Wunder, so wie ich fahre. Gegen alles und jeden. Da muss doch irgendwo einen Ausweg geben. Hier geht's die Straße weiter hoch. Und unsere Auto, das dampft schon ganz gut. Ja, ich muss auch sagen, die Steuerung ist eine reinste Katastrophe. Sollen jetzt schnell abhauen hier. Und ab zu Barry irgendwie. Wir müssen da hoch. Den Feldweg. Weil Barry ist irgendwo da oben. Da in der Hütte, die wir gemietet haben. Hm, sollen wir uns jetzt da durchpreschen oder was? Ich fahr mal da durch. Kann ich aber nichts anschieben. Mach eher unsere Karre hier kaputt. Kann ich nicht zu Fuß jetzt weiter irgendwie? Ja, der Weg scheint versperrt. Also hier kommen wir nicht durch, oder? Ne, das Ding kann ich auch nicht verschieben. Autsch. Also der Pickup macht nicht mehr lange mit hier, will ich mal behaupten. Gut, dann drehen wir halt wieder um. Dann müssen wir ja irgendwie hier raus. Dann können wir nicht zu Barry zurück. Beziehungsweise zur Hütte. Boah, guck mal, wenn ich nach rechts gehe, geht der auch direkt so nach rechts. Fast 90 Grad Kurve macht der. Kann ich hier denn raus? Nee, mach ich auch noch alles kaputt. Scheiße! Oh oh.
Na gut, dann geht's jetzt halt zu Fuß weiter. Scheiße. Fuck you. Ich renne. Und unterdessen lade ich mal die Wumme nach. Aber ich glaube, die meisten haben wir da auch erledigt. Ich glaube, wir müssen da sowieso zu Fuß weiter. Ich glaube, da kommen wir gar nicht mit der Karre durch. Da hätten wir irgendwie aussteigen müssen wahrscheinlich aus dem Fahrzeug. Aber mit der Rückfahrt hierhin hatten wir ja nochmal ein kleines Action-Highlight. Und glücklicherweise war das nicht mein Auto. Muss ich natürlich dazu erwähnen, so wie ich damit gefahren bin mit dem guten Stück. Das war ja nicht mehr feierlich. So, und hier dürfte uns noch irgendwas erwarten. Und was uns da erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann.